So, heute gehe ich wie versprochen auf Bärensuche. Dass ich einen finde, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber Spuren sind schon wahrscheinlich. Hier wird vor Elchen gewarnt. Dabei müssten die Elche in dieser Jahreszeit eher vor den Menschen gewarnt werden. Es müssten quasi solche Schilder mit einem Menschen und einem Gewehr und vielleicht dem Hund drauf zu sehen, überall rumstehen, und zwar mitten im Wald. Also hier wurde der Bär gesehen und hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist eine Wasseramsel. In Deutschland relativ selten. Ich hoffe, die haut nicht ab. Hier sind andere Spuren, und zwar ein bisschen ältere Spuren von einem Biber. In Deutschland jetzt auch nichts mehr Seltenes, aber trotzdem finde ich schön, hier auch zu wissen, dass es Biber gibt. Hier sieht man eine Spur, aber diese Spur ist eher Elch. Sind wir mitten im Wald. Hier sieht man einen Wildwechsel und hier auch klassisch diese Sumpf- und Moorlandschaft und überall auch stehende Gewässer. So die richtige Umgebung für Elche eben. Ja, na gut, wir gucken weiter. Ich gucke weiter. Aber hier sieht es zwar sehr elchig aus, aber wenig urbärig, obwohl ich eine kleine Spur entdeckt habe, die eventuell was sein könnte. Dann gucken wir uns die mal an. Einen Bären habe ich gefunden, aber der ist ja ausgestopft und schon seit 25 Jahren tot. Aber hier sieht man etwa die Größe. Hier sieht man wie groß diese Tatzen sind und auch diese langen Krallen, mit denen können sie auch gut graben, auch Baumstümpfe auseinanderlegen, im Müll wühlen, habe ich ja schon mal gefilmt. Und hier großen Ohren und die verhältnismäßig kleinen Augen. Jo, Leute, es war spannend und anstrengend. Wir sind nämlich bergauf, bergab, durch Sumpf und so weiter marschiert. Wir haben ja ein paar Abdrücke gefunden. Wir sind hier an einer Stromleitung entlang. Das ist noch besser als wie durch den Wald. Hier wurde ganz frisch abgeschabt. Schaut mal. Und ein paar Spuren gibt es. Gucken wir jetzt mal. Hier. Genau, guck mal. Meine Hand im Vergleich. Hier ist die Spur. Meine Hand im Vergleich. Und dann wären das hier sogar die Zehen. Und hier haben wir auch noch eine. Irgendwie größere Spur. Und auch hier könnten das die Zehen sein. Wenn man sich die Natur hier anschaut, sieht man, wie die Legenden und Geschichten um Trolle und andere Fabelwesen entstanden sind. Für mich war das eine spannende Zeit hier in Norwegen und ich hoffe, dass ich bald wiederkommen darf
und diese Landschaft mit euch teilen. Kannst du immer wieder wiederholen, wie in Ghana.